So, ja, ich hoffe, alle haben die Mittagspause gut überstanden, sind gestärkt zurück. Wir sind jetzt hier im Digital Workplace Track bei der Tools for Agile Teams mit dem nächsten Vortrag am Start. Und ja, in den Startlöchern steht bereits der Jan Priebe von der WAGO Kontakttechnik GmbH und Co. KG. Der macht da irgendwas mit interner Kommunikation und Kollaboration und dazu wird er uns gleich auch ein bisschen mehr erzählen. Der Vortragstitel ist Das Intranet von WAGO, 8000 Menschen digital informieren und aktivieren. Und der Jan ist jemand, mit dem ja, hatte ich schon sehr, sehr viel Kontakt eigentlich in der letzten Zeit. Und er war einer der wenigen, der einen Fun-Fact zu sich in der Vorbereitung dieser Tools for Agile Teams-Konferenz preisgegeben hat. Und er hat uns verraten, dass er mehr Fahrräder als Unterhosen besitzt. Und das hat mich persönlich sehr beschäftigt, hat viele Fragen aufgeworfen. Eine davon möchte ich dem Jan gerne jetzt stellen, und zwar, entweder du hast sehr, sehr viele Fahrräder oder sehr wenig Unterhosen. Vielleicht als Einleitungsfrage für deinen Vortrag, wie ist das denn bei dir? Ja, das ist in der Tat, wäre jetzt beides denkbar. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich alte Fahrräder sammle und von daher wirklich eine ganze Reihe an Fahrrädern habe und wahrscheinlich die gängige Anzahl von Unterhosen in der Schublade. Vermute ich jetzt mal. Sehr gut, das war schon meine dringendste Frage, eigentlich zu der ganzen Sache. Vielleicht kommen im Vortrag noch weitere auf. Ich würde alle, die uns jetzt live zuschauen, bitten, die Fragen während dem Vortrag schon in den Chat zu posten und natürlich im Nachgang die Bewertung auch nicht zu vergessen. Und dann würde ich an dich übergeben, Jan. Viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, dann geht's los mit meinem kleinen Vortrag. Ich versuche mich auf die 30 Minuten zu beschränken. Ich habe mir hier auch einen kleinen Timer eingestellt, den ich jetzt verstarten werde. Ich habe also den Arbeitstitel gewählt, die Flexibilität macht's. Der weicht also so ein bisschen ab von dem Titel, den ihr alle in der Agenda gesehen habt. Ich wollte das Ganze nämlich an einem bestimmten roten Faden so ein bisschen orientieren, meine Präsentation. Und da werdet ihr auch in Kürze erfahren, warum ich das gemacht habe und welches dieser rote Faden ist. Es geht also heute um einen kleinen Einblick in unser Weird WAGO. Das Weird WAGO ist der Name unseres Intranets, unserer Kollaborationsplattform bei der Firma WAGO. Und das Ganze basiert eben auf Atlassian Confluence, auf den Linchpin-Add-on. Wir haben also die ganze Linchpin-Suite im Einsatz. Und auch noch so ein paar weitere Add-ons. Und natürlich steckt da auch ganz viel Herzblut von ganz vielen Personen mit drin. Ein ganz wichtiger Aspekt meiner Meinung nach. Ganz kurz aber eine Einleitung zu meinem Arbeitgeber und zu mir. Ich bin also tätig für die Firma WAGO Kontakttechnik GmbH und Co. KG. Wir stellen Komponenten der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik her. Das Unternehmen gibt es seit 1951 und der Stammsitz ist in der Stadt Minden in Nordrhein-Westfalen, wo ich auch tätig bin. Jetzt allerdings gerade im Homeoffice, wie man wahrscheinlich am Hintergrund sehen kann. Insgesamt haben wir gut 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die sich auf über 40 Standorte verteilen. Zu meiner Person ganz kurz, wurde ich ja eben schon mit dem Fun Fact vorgestellt. Mein Name ist Jan Priebe. Ich bin also für die interne Kommunikation und Zusammenarbeit bei WAGO zuständig. Und mein Team ist Teil des Corporate Marketing Ressorts im Bereich Digital und Media. Ja, und ich war auch Projektleiter bei der Einführung unserer Kollaborationsplattform. Das ist allerdings jetzt schon fast 5 Jahre her. Und von daher spreche ich heute auch mehr so ein bisschen über ja, das, was uns täglich herausfordert und was wir nicht nur am Anfang oder zur Einführung der Plattform für Herausforderungen hatten, sondern eben auch die Herausforderungen, die uns eigentlich jeden Tag wieder beanspruchen und eigentlich immer wieder auch für Spannung und für neue Dinge sorgen, die eben auf dieser Plattform passieren. Die Herausforderungen habe ich hier mal in 4 Stück zusammengestellt, die ich so am wichtigsten und am spannendsten eigentlich fand. Das ist einmal die Vielzahl der Standorte, die wir haben. Ich habe es eben schon erwähnt, wir haben über 40 davon weltweit. Das geht natürlich einher mit einer gewissen Mehrsprachigkeit, die sich dann auch ergibt für bestimmte Inhalte, zumindest bei uns im Weird WAGO. Auch ein spannendes Thema ist, dass wir knapp die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Firmendevices haben. Das heißt, die arbeiten also weder an einem Bildschirmarbeitsplatz, an einem Rechner,
Noch haben die irgendwie eine Art von Wago, Smartphone, Tablet oder Notebook. Als vierten Punkt habe ich hier unsere Userschaft aufgeführt, nicht weil die alle so anstrengend und so nervig sind, sondern einfach, weil wir durch die vielen Standorte und die unterschiedlichsten Fachbereiche, die wir eben bei so einer großen Mitarbeiterzahl haben, auch ganz, ganz viele unterschiedliche User haben mit unterschiedlichen Kenntnisständen, Anforderungen, Ansprüchen, Wünschen und so weiter. Und auch das fordert uns natürlich täglich heraus. Ja, noch eine Herausforderung, die wir auch natürlich täglich alle im Moment spüren, sind unerwartete Ereignisse. Das sind also nicht nur Pandemiesituationen, in denen wir uns im Moment befinden, die natürlich ganz besonders, aber es gibt natürlich auch immer mal Dinge, die aktuell passieren, irgendwelche großen Umstrukturierungen in der Organisation oder einfach irgendwelche Dinge, die so passieren, wie eben jetzt auch mit der Corona-Pandemie, die uns eben auch in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit natürlich vor ganz neue Aufgaben stellen. Und gestern Abend habe ich den Vortrag von der DFV Mediengruppe von der Kollegin Verena Wagenfey und von dem Michael Paulus gesehen, die ich auch schon mal persönlich kennengelernt habe. Und da fand ich ganz witzig, dass die einen ähnlichen roten Faden hatten und fand das sehr spannend, auch zu sehen, wie die dort eben auch ihr Intranet und Confluence und Linchpin im Rahmen dieser Situation so ein bisschen erläutert haben. Das ist heute auch mein roter Faden. Also diese Herausforderungen führen heute so ein bisschen durch meine Rede. Und wir gehen also wenig in jetzt irgendwelche Detailmasken, in die Funktionen, sondern bewegen uns eben mehr so auf der organisatorischen und thematischen Oberfläche. Und in diesen roten Faden fließt eben auch ein, wie hat uns das Linchpin-Paket dabei geholfen oder hilft es uns im Alltag auch jeden Tag momentan. Und wir gehen jetzt mal diese Ansätze durch, die wir eben gewählt haben, um diese Anforderungen oder diese Herausforderungen, die ich eben gezeigt hatte, wie wir denen also begegnen. Das Thema viele Standorte, das haben wahrscheinlich einige, die jetzt hier gerade zuschauen oder können sich das vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass das eben nicht so ganz ohne ist. Wir begegnen dem Thema mit der Personalisierung. Das heißt, wir haben mit dem Linchpin-Paket sehr, sehr gute Möglichkeiten, eben den Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich selbst ihre Inhalte so zusammenzustellen, dass sie eben zu ihren Anforderungen und Notwendigkeiten passen. Das heißt, wir haben im Mitarbeiterprofil, was jeder Mitarbeiter bei uns weltweit bedienen kann, eine Sprache für die globalen Inhalte, die sind bei uns Deutsch und Englisch, da wir die globalen und zentralen News und Intranetseiten und so weiter nicht in sämtliche Sprachen übersetzen können und wollen, haben wir hier uns auf Deutsch und Englisch beschränkt und haben eben auch die Location, den Standort, den man noch einstellen kann im Profil. Und das Ganze wirkt sich dann eben an verschiedensten Stellen aus, was wir wirklich sehr, sehr praktisch finden, weil uns das eben einen Teil dieser Flexibilität bringt, über die ich ganz am Anfang gesprochen habe. Die Personalisierung wirkt sich eben auf das Dashboard, auf die News-Zusammenstellung, auf Profilelemente, auf die Navigation, auf den App-Store, den wir verwenden und so ein paar andere Dinge, die ich gleich im Detail noch so ein bisschen zeigen werde. Zum Beispiel anhand unserer Startseite. Das ist jetzt mal der obere Ausschnitt unseres Dashboards, der also sehr sich auf die Unternehmensnews beschränkt. Das ist bei uns ein ganz wichtiges Element, da wir im Grunde genommen alle großen Neuigkeiten, Ankündigungen, organisatorischen Änderungen und so weiter über die News transportieren inzwischen. Wir haben also keine großen E-Mail-Verteiler mehr, sondern das wird weltweit über die News gemacht. Und über die Personalisierung unterscheiden wir eben hier auch in globale und lokale Inhalte, die sich eben einmal in der Navigation zeigen. Das heißt, wir haben dort globale Themen, die für alle dargestellt werden, entweder auf Deutsch oder eben auf Englisch, je nach Vorauswahl. Es gibt aber eben auch diese lokalen Inhalte, die dann anhand der Location, die ich im Profil gewählt habe, angezeigt werden und die sich dann eben personalisiert darstellen. Genauso ist das eben auch natürlich mit den News, den Unternehmensnews auf der Startseite, wo wir letztendlich auch einen Mix haben aus globalen und lokalen Themen. Also alles, was blau hier hinterlegt ist, das wird weltweit auch zweisprachig gespielt. Alles, was hier gelb hinterlegt ist, ist nur für die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland beziehungsweise in Minden auch nur auf Deutsch zu sehen. Und so mischt sich das bei uns eben auf der Startseite und ist aus unserer Sicht ein
perfektes Tool, einfach um bestimmte Botschaften an die richtige Zielgruppe zu spielen. Das Gleiche nochmal aus Sicht eines polnischen Users. Hier wäre jetzt im Profil der Standort Polen hinterlegt. Auch hier mischen wir wieder die globalen und die lokalen Inhalte auf der Navigation. Die Polen haben sich hier nicht für so einen Corona-Eintrag entschieden. Vielleicht kommt das noch. Und hier gibt es auch einen Unterschied, dass wir hier eben nicht global und lokal mischen, sondern wir haben die explizit voneinander getrennt. Das hat den einfachen Grund, weil einfach die Frequenz dieser lokalen polnischen News nicht ganz so hoch ist wie die unserer globalen News, die wir aus Minden, aus der Zentrale global bereitstellen. Und wir wollten damit einfach verhindern, dass hier zu schnell die polnischen lokalen Informationen durch unsere globalen rausgeschoben werden. Deswegen haben wir die fixiert hier auf diese rechten vier Kacheln und die globalen auf die linken vier Kacheln. Ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Flexibilität, die wir durch das Linchpin-Paket bekommen, weil wir eben ohne Programmieraufwand, ohne externe Berater oder irgendwelche externen Kräfte das mit wenigen Klicks letztendlich alles selbst gestalten können. Noch ein drittes Beispiel aus unserem Standort China. Noch ein bisschen schwieriger zu lesen, aber auch hier ist das Prinzip das gleiche. Auch hier haben wir links und rechts lokal und global getrennt. Das war nur ein ganz kurzer Einblick in ein Beispiel der Personalisierung, die wir also sehr rege nutzen und auch sehr schätzen. Und da gehen wir schon weiter zu dem Thema Mehrsprachigkeit. Das Thema Mehrsprachigkeit haben wir auf zwei Varianten gelöst. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, den ich gleich erklären werde. Und zwar haben wir zum einen den Linchpin Language Manager im Einsatz, auch ein Bestandteil der Linchpin Suite, der eben die Übersetzung und die Verknüpfung von Inhalten miteinander ermöglicht. Dort ist es also eben so, dass die Übersetzung durch zwei separate Inhalte realisiert wird. Das heißt, es gibt einen News-Eintrag auf Deutsch und auf Englisch und über diesen Linchpin Language Manager können wir diese beiden Sprachvarianten miteinander verbinden und so eben auf dem Artikel oder auf der Seite möglicherweise auch, die übersetzt ist, dann so eine Sprachumschaltung realisieren und sogar auch so einen Hinweis, der auftaucht, wenn ich die Seite oder den Blog-Eintrag jetzt nicht in meiner präferierten Sprache auswähle oder aufrufe, dann kriege ich hier noch den Hinweis, dass es da auch eine Übersetzung gibt. Das ist Variante Nummer eins. Die zweite Variante ist das Tool Translations for Confluence. Auch das finden wir sehr praktisch. Das verwenden wir nicht in den Unternehmensnews, sondern in den sonstigen Blogs, die wir so haben, aus den Fachbereichen und den Projekten und für Wissensbestandteile, insbesondere für Dokumentationen, für Anleitungen und alle möglichen anderen Dinge, die wir mehrsprachig im Weird Vago führen. Dort ist das Prinzip so, dass die Übersetzung mithilfe von Sprachmakros, also innerhalb eines Inhaltsobjektes, einer Seite oder eines Blogposts erfolgt. Das hat aus unserer Sicht den Vorteil, dass man eben nicht Inhalte doppelt und dann auch doppelt im Index in der Suche hat und so weiter und vielleicht auch nicht ganz so leicht vergisst, dass wenn man eine deutsche Variante ändert, dass es da auch noch eine englische Variante gibt, die man vielleicht auch noch anpassen muss, weil man es eben beides auf einer Seite dann auch sieht in der Bearbeitung. Warum wir zwei Varianten nutzen, ist kurz erklärt. Wir haben im Grunde genommen, bevor wir Linchpin kennengelernt haben und genutzt haben, schon Confluence genutzt und auch schon diese Übersetzungsvariante in Confluence verwendet und haben schon sehr, sehr viele Inhalte damit aufgebaut. Als wir dann auf Linchpin gestoßen sind und die Linchpin-Erweiterung bekommen haben, haben wir also dann entschlossen, diese ganzen Inhalte, die wir so übersetzt haben, nicht nochmal neu zu bauen. Das wäre viel zu viel Aufwand gewesen. Es hat auch gut funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir für die Unternehmensnews und die zentralen Intranet-Inhalte diese Linchpin Language Manager Variante, die dann eben auch an die Personalisierung vom Linchpin Paket andockt und verwenden diese Variante aber weiterhin für die anderen Inhalte. Vielleicht gehen wir da nochmal irgendwann auf eine Variante und entschließen uns vielleicht doch nur noch eine der beiden zu wählen. Das kommt vielleicht in Zukunft dann mal noch. Grundsätzlich kriegen wir aber die Mehrsprachigkeit damit super hin und hoffen natürlich, dass wir irgendwann langfristig vielleicht gar keine
Inhalte mehr übersetzen, sondern dass wir einfach mit maschineller Übersetzung, mit Browsererweiterungen und so weiter da arbeiten können. Das ist aber bei uns auch ein großes Security-Thema. Deswegen ist das noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Nächste Herausforderung, die ich genannt hatte vorhin, waren die vielen User, die wir haben, oder User kann man in dem Fall gar nicht sagen, die vielen Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben keine Firmengeräte haben und so auch erstmal nicht die Möglichkeit haben oder nur sehr schwierig die Möglichkeit haben, eben hier an WeirdVago und an den Informationen teilzuhaben. Auch da haben wir eine recht gute Lösung gefunden. Wir haben nämlich die WeirdVago Mobile App ins Leben gerufen, die im Grunde genommen auch basiert auf der Linchpin Mobile App Variante. Das heißt, wir haben uns von Cybert Media diese Linchpin Mobile App geschnappt und haben uns daraus eine gebrandete App bauen lassen. Das heißt, eine App, die eben unseren Namen trägt und die auch unserem Corporate Design folgt und eben anmutet wie ein WeirdVago App, die man auf den gängigen Stores herunterladen kann. Und hier gibt es drei Punkte, die ich gerne ein bisschen näher erwähnen möchte. Wir haben also hier ein Bring-Your-Own-Device-Konzept. Wir haben hier auch ein User-Management mit einem gewissen User-Lifecycle, was an ein Identity-Management-System angeschlossen ist. Und wir haben noch eine ganze Reihe von Security-Anforderungen im Vorfeld so ein bisschen als Stolperstein gehabt, die wir aber auch gemeinsam mit Cybert Media dann umgesetzt haben. Ja, Bring-Your-Own-Device ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Bring dein eigenes Gerät mit, heißt, nutzt bitte euer Privatgerät. Wir können wahrscheinlich schon, aber wollten nicht für viele tausend Mitarbeiter irgendwelche mobilen Geräte kaufen, die dann auch verwaltet und administriert werden müssen, sondern wir haben gesagt, okay, fast jeder hat sowieso ein Smartphone heute und es wäre toll, wenn man das in den privaten Geräten nutzen könnte. Das haben wir auch hinbekommen. Ich zeige gleich noch mal ein bisschen wie. Und wir haben natürlich aber keine Einschränkungen auf Firmendevices. Viele bei uns haben auch ein iPhone von Vago. Und da ist natürlich die WeirdVago App auch nutzbar. Ich hatte gesagt, es gibt ein User-Management und ein Lifecycle dahinter. Das würde jetzt ein bisschen sehr ins Detail führen, das jetzt wirklich ganz im Einzelnen zu erklären. Ich habe mich jetzt hier auf diese Punkte beschränkt. Es gibt also ganz viele Leute bei uns, die haben keine eigene Usernummer oder keine User-ID und auch kein Postfach, keine E-Mail-Adresse und so weiter. Die können sich also für die App quasi anmelden und bekommen dann automatisiert über so einen bestimmten Prozess, den wir gemeinsam mit unserer IT ins Leben gerufen haben, eine User-ID bei uns. Können dann mit dieser User-ID einen QR-Code erzeugen, der sie dann personalisiert, quasi in der WeirdVago-App authentifiziert und auch registriert und damit das Gerät und die Person einmalig quasi auf diese Inhalte lässt und damit auch dauerhaft dieser Zugriff möglich ist. Wichtig war uns dabei, dass Personen, die dann eben ausscheiden, auch diese Leute, die wir eben in der Produktion und so weiter haben, dass die dann auch natürlich keinen Zugriff mehr auf diese Informationen bekommen. Und das funktioniert eben über einen bestimmten User Lifecycle, den wir über unser SAP HCM mit einem Identity Management gekoppelt haben. Wer sich da so im Detail technisch so ein bisschen informieren möchte, kann mich gerne im Nachgang da ansprechen, aber das würde jetzt hier so ein bisschen zu weit führen. Letztendlich ist es so, wenn jemand ausscheidet bei uns, dann wird das natürlich im SAP-System der Personalabteilung kenntlich gemacht, geht dann weiter in das Identity-Management-System und das sorgt dann dafür, dass dieser User, der eben hier am Anfang entstanden ist, dann deaktiviert wird und damit auch der Zugang zu der App oder vielmehr zu den Informationen hinter dem Gateway-Server nicht mehr nutzbar ist. Wir nutzen also diesen Gateway-Server, der auch von im Rahmen der Linchpin-Nutzung angeboten wird und sind damit bisher sehr, sehr gut gefahren. Ja, ich hatte es am Anfang gesagt, wir haben noch so ein paar zusätzliche Security-Anforderungen gehabt. Das heißt, unsere Security-Mannschaft in der IT hat gesagt, Moment, Moment, das geht so nicht. Wir können das so nicht machen, denn wir wissen ja gar nicht, ob eure User überhaupt ihr Handy in irgendeiner Form sperren. Das heißt, wenn jemand das Handy in der Kneipe, in der Bahn, wo auch immer liegen lässt,
und da ist keine Sperre drauf, dann kann jeder, der das findet, einfach die ganzen Informationen aus dem ReadVago da abgreifen. Wir brauchen zumindest eine PIN-Sperre. Die haben wir uns dann auch mit einbauen lassen. Das heißt, die App ist zumindest über eine PIN gesperrt. Die PIN lässt sich auf den iOS-Geräten auch über die Biometrik letztendlich umgehen. Das heißt, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Da hoffen wir, dass das für Android-Geräte auch bald noch kommt. Aber letztendlich haben wir damit eine gewisse Sicherheit, die nicht hundertprozentig natürlich ist, aber so ein bisschen nochmal unsere IT-Security beruhigt hat. Dann haben wir zusätzlich gesagt, okay, wir sehen auf unseren Seiteninhalten schon oftmals sehr, sehr vertrauliche Inhalte, irgendwelche Betriebsgeheimnisse, Produktentwicklungsinterner und so weiter. Und auch dort hat unsere Security gesagt, nee, sowas können wir auf privaten Geräten nicht sichtbar machen. Deswegen haben wir uns auch noch etwas einbauen lassen, womit man eben grundsätzlich alle Seiten ausblenden lassen kann. Das heißt, in unserer ReadVago-App sehen wir derzeit, das zeige ich gleich nochmal anhand von ein paar Screens, sehen wir nur News, also Blog-Einträge, Microblog-Einträge, Personen, neuerdings auch Events. Und das war es im Grunde genommen. Dann haben wir in Zukunft vor, mal schauen, ob wir das noch gemeinsam hinbekommen, dass wir aber dann vielleicht nicht sagen, wir deaktivieren sämtliche Seiten, sondern wir planen hier noch so ein bisschen zu differenzieren. Es gibt natürlich eine ganze Menge Seiten, die sind nicht vertraulich und die sind natürlich auch wichtig für diese Personen, die über keinen anderen Weg an die Informationen kommen. Die klassischen Intranet-Informationen wollen wir eigentlich ganz gerne zukünftig doch auch in der App anzeigen, auch wenn sie auf Seiten liegen. Das ist also für die Zukunft noch ein Wunsch, den wir haben. Ich hatte versprochen, ein paar Screens zu zeigen. Wenig spektakulär, aber uns gefällt es sehr gut. Wir haben also den Einstieg über die News. Es gibt hier die Umschaltmöglichkeit zwischen den Unternehmensnews, das ist das, was man vorhin auf den Kacheln bei uns gesehen hat, und den Individual News nennen wir die, also den abonnierbaren News, die sich jeder selbst zusammenstellen kann aus den ganzen Fachbereichen und den Projekten, die auch zum Teil News und Blogs bereitstellen. Dort gibt es also diese Umschaltmöglichkeit. Es gibt hier unten, ich weiß gar nicht, ob man meinen Mauszeiger sieht, ich hoffe schon, es gibt hier unten eben diese Navigationsleiste, mit der man in News und Microblog und Kontakte und noch weitere Funktionen umschalten kann. Wenn ich einen Newsbeitrag im Detail anschaue, sieht das ungefähr so aus. Also unser Corporate Design ist zu erkennen und wir müssen also die News nicht extra aufbereiten für die App, sondern die werden so, wie sie für den Gebrauch am Desktop, am Rechner verfasst werden, in einer wirklich sehr, sehr ansprechenden Form auch in der ReadVago-App dann dargestellt. Und natürlich ist dann auch die Interaktion, das Liken und das Kommentieren auch für die Personen möglich, die eben vorher überhaupt keine Möglichkeit hatten, irgendwie in Kontakt mit uns zu treten. Hier ist ein kurzer Screenshot von dem Microblog. Das ist ein Microblog-Eintrag, der natürlich auch mit Bildern, mit Links, mit allen möglichen Elementen versehen werden kann. Auch der Microblog ist bei uns recht beliebt, wird also viel verwendet. Und da ist es natürlich auch der ideale Content im Grunde genommen für so eine App. Da kann man auch gut mal zwischendurch von unterwegs irgendwie ein Foto teilen, irgendeine Neuigkeit bereitstellen oder etwas kommentieren. Das ist eigentlich genau das Richtige für so eine mobile Anwendung aus meiner Sicht. Zusätzlich können wir Personen finden und suchen, können die auch direkt kontaktieren aus der App. Das heißt, wenn jemand ohne Firmengerät auf Reisen ist und braucht dringend mal eine Telefonnummer von dem Ansprechpartner in China, wo man jetzt gerade hin möchte, oder man läuft bei uns über die recht große, über den recht großen Campus und will einfach mal schauen, in welchem Büro sitzt jetzt eigentlich jemand, wo ich gerade hinlaufen wollte. Das alles kann man eben sehr gut über die Profilansicht in der ReadVago-App dann abrufen. Ja, das war der kurze Exkurs zu der Thematik Mitglieder ohne Firmendevices und die ReadVago-App, die uns da hauptsächlich die Lösung bereitstellt. Es gibt noch so ein paar andere Varianten, aber das würde jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Ja, die Userschaft, die eben sehr heterogen ist bei uns,
Es gibt eben keinen typischen User, sondern es gibt ganz viele verschiedene User-Typen, User-Gruppen. Die habe ich hier mal so exemplarisch so ein bisschen zusammengestellt. Das heißt, es gibt bei uns Entwickler, die arbeiten schon Jahrzehnte mit Confluence und sind natürlich blind quasi fast unterwegs bei uns im Weird Vago und können alles bedienen, können die komplexesten Seiten und Funktionen bedienen. Es gibt natürlich viele andere Leute, die zum Teil nur konsumieren, die klicken höchstens mal auf den Like-Button oder schreiben vielleicht mal einen Kommentar. Es gibt viele, die so ein bisschen rudimentär arbeiten, also ganz viele verschiedene Kenntnisstände, Ansprüche, Wünsche. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Und das ist natürlich sehr spannend und stellt uns auch vor gewisse Herausforderungen. Und dem begegnen wir unter anderem so. Wir haben, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu erkennen, ist mir klar, das wird gleich nochmal ein bisschen größer. Wir haben also einen sehr umfangreichen Dokumentationsbereich zum Thema Confluence bzw. Weird Vago. Und dort haben wir eben solche Dinge, die ich jetzt mal hier so ein bisschen exemplarisch zeigen möchte, von links gestartet. Wir haben also eine Menge Tutorials, das heißt in Erklärungen in Videoform. Wir haben ein großes Handbuch, was wir wirklich an unsere an unsere Ansprüche oder auch unsere Vorgehensweisen in Weird Vago angelehnt haben. Wir haben in den großen Fachbereichen und in den Standorten Key-User, die so ein bisschen Train-the-Trainer-mäßig agieren und eben auch als Katalysator so ein bisschen in ihren Bereichen wirken. Wir haben eine Blogreihe, die nennen wir Feature Friday. Da erscheint also jeden Freitag irgendeine interessante Funktion oder irgendein Tipp zum Confluence und seinen Funktionen, die wir so haben. Wir bieten Präsenzschulungen an, im Moment natürlich so gut wie gar nicht, dafür eher virtuell. Und wir bieten wirklich viel Beratung und Support an, weil wir eben wissen, wenn jemand gerade irgendwelche Inhalte oder bestimmte Dinge umsetzen möchte, dann ist es oft ganz, ganz hilfreich, wenn man einfach ganz schnell eine Antwort kriegt auf eine Frage, die einen wirklich komplett ausbremst. Also auch das ist aus meiner Sicht ein recht wichtiger Punkt. Und hier gibt es nochmal so ein paar Screenshots dazu. Wir haben also, wie gesagt, Video-Tutorials gemacht, größtenteils mit Screencasts, wo wir wirklich halt einfach aufnehmen, was machen wir da gerade, zeigen zum Beispiel, wie man einen Blog-Eintrag erstellt oder so Einführungsvideos haben wir oftmals auch mit so comic-mäßigen Filmen gemacht, mit einem Tool, das ich sehr empfehlen kann, das nennt sich Beyond.com, wo man eben auch ohne große Videoprogrammier- oder Designkenntnisse ganz schicke Erklärvideos machen kann. Eben weil wir festgestellt haben, Leute gucken halt heutzutage einfach lieber ein Video, als viele Seitentext zu lesen. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Wir haben, wie gesagt, auch viele so wirklich ganz spezifische Anleitungen, wie erstelle ich eigentlich einen Blog-Eintrag, welche Möglichkeiten gibt es da auch mit den Linchpin-Funktionen, wie stelle ich ein Event bereit, was macht das Eventportal und so weiter. Und aber auch eben auch andere Add-ons, die wir so nutzen, wie funktionieren die? Genau, dann haben wir eben den Feature Friday, das hatte ich eben schon erwähnt. Heute gab es wieder einen neuen Eintrag, der ist jetzt hier auf dem Screenshot noch nicht mit drauf. Aber wir haben also jede Woche einen Beitrag, der also so ein paar Dinge erklärt. Und es wird eigentlich auch sehr gut angenommen, auch wenn hier die Like-Zahlen recht überschaubar sind. Aber das Thema Likes ist bei uns, Likes und Kommentare sowieso noch so ein Thema für sich. Da komme ich aber auch gleich nochmal zu sprechen. Dann haben wir ein FAQ auch. Das ist ein dynamisches, usergetriebenes FAQ, was letztendlich auf dem Add-on Confluence Questions basiert. Questions ist, vielleicht kennt das der eine oder andere, eine Erweiterung von Atlassian selbst, die recht teuer ist und auch gar nicht so viel kann. Aber zum damaligen Zeitpunkt, als wir das ausgewählt haben, uns doch einen sehr, sehr großen Mehrwert geboten hat. Letztendlich ist das so eine Plattform wie gutefrage.net oder wie diese ganzen Seiten im Internet heißen. Das heißt, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, wer mir die beantworten kann und die stelle ich hier und die Frage kann ich auch einem bestimmten Thema zuordnen und dann hoffe ich einfach auf die Schwarmintelligenz, auf irgendjemanden, entweder von den Confluence-Experten in unserem Team oder eben auch irgendwo anders im Unternehmen, die dann eben hier Antworten geben. Und aus dieser Frageplattform kann man eben über Makros bestimmte Themen auf bestimmten Seiten auch nochmal gefiltert darstellen. Und das haben wir eben hier in unserem Confluence-Dokumentationsbereich auch gemacht. Ist eigentlich eine ganz coole Lösung. Genau, die Animation auf meinen Folien ist manchmal ein bisschen merkwürdig, wie man sieht. Das hätte eigentlich vorher kommen müssen.
Egal. Ja, jetzt noch ein ganz spannendes Thema am Ende. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten übrig. Das muss ich jetzt schnell machen. Wie sind wir denn mit der ganzen Corona-Geschichte umgegangen? Mit Flexibilität. Das ist, wie gesagt, der rote Faden meiner Präsentation. Flexibilität ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste, was man in einem Intranet eigentlich braucht. Wir hatten also, wie viele von euch wahrscheinlich, so mehrere Phasen, die wir durchlaufen haben. Wir haben gemerkt, irgendwann Anfang März, oh, da gibt es was, was irgendwie Pandemie heißt und wir müssen dazu irgendwie informieren. Wir haben also die ersten News dazu bereitgestellt, lokal, international, über die Cover Stories. Das sind eben diese News-Kacheln auf der Startseite. Haben dann irgendwann gemerkt, okay, das ist doch nicht nur eine Sache von ein paar Tagen. Das wird uns eine Weile beschäftigen. Wir haben dann also einen dedizierten Infobereich zu dem Thema gemacht, beziehungsweise mehrere in den verschiedenen Standorten. Und haben den dann genutzt oder nutzen den weiterhin. Das ist jetzt mal ein Screenshot von dem Bereich aus Deutschland, wo wir eben die wichtigsten Informationen wirklich gebündelt bereitstellen. Einmal die aktuellen Zahlen bei Vargo, aber auch viele Links auf weiterführende Informationen auf die ganzen Seiten, wo man eben bestimmte Tipps, Tricks, Zahlen, was auch immer findet. Und wir haben dann eben auch bestimmte Kommunikationswege geschaffen, eben auch für die Leute, die kein E-Mail Postfach haben, die dann eben per Formular oder so an bestimmte Personen Fragen stellen können oder bestimmte Dinge melden können. Genau, wir haben dazu auch unsere Navigation angepasst. Eben auch das ist ein Stück weit Flexibilität. Die Navigation anzupassen im Linchpin-Umfeld ist eine Sache von wenigen Klicks und ist wirklich schnell gemacht. Keine Programmierung, keine externen Aufwände, nur eins von vielen Beispielen, die ich eigentlich mit dem Thema oder Stichwort Flexibilität beschreiben wollte. Ja, dann haben wir News-Übersichten gemacht, auch in dem Infoportal nach Themen so ein bisschen. Das haben wir über Labels letztendlich realisiert. Wir haben also den News, die zu dem Thema Covid dann kamen, bestimmte Labels gegeben, um die nochmal hier so ein bisschen wirtschaftlich interne Regelungen und Verhaltensinformationen zu bündeln. Wir haben einen internationalen Microblog geschaffen für den Austausch der General Manager, das heißt der ganzen geschäftsführenden Personen in den Standorten. So, jetzt piept mein Timer hier. Ich fasse mich kurz. Dann kamen wir zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es entsteht jetzt hier so ein Riesenverwaltungsaufwand, wir brauchen Prozesse. Prozesse ist natürlich im agilen Umfeld immer irgendwie so ein Schimpfwort, aber die Agilität liegt eigentlich darin, dass wir einfach durch diese Flexibilität die Möglichkeit hatten, auch mit Confluence, Linchpin und weiteren Add-ons schnell bestimmte Kommunikationswege über Formulare und bestimmte Workflows uns zusammenzustellen, die eben aus den Anforderungen, die wir zum Teil von der Unternehmensleitung, aber auch von der Regierung oder Gesundheitsämtern und so weiter bekommen haben. Das heißt, wir haben bestimmte Formulare gebaut, mit denen man Corona-Fälle melden konnte, wo es dann bestimmte Berichtswege, Freigaben und so weiter gab. Wir haben Formulare jetzt für Dienstreisen, für Besucheranmeldungen, die eben auch immer wieder neu gedacht werden müssen. Das heißt, es gibt ständig, abhängig von den Zahlen, die bei uns herrschen, Regelungen zu Dienstreisen, kann man Besucher empfangen oder nicht, darf man Bewirtung bestellen oder nicht. Da gibt es eben ganz viele Dinge, die man eben natürlich mit solchen Formularen und Prozessen super regeln kann, ohne dass man da Fehler machen kann. Und diese Dinge passen wir im Moment eigentlich täglich an, je nach Situation. Das heißt, es kommen eigentlich fast täglich irgendwelche neuen Aspekte damit rein. Und durch diese große Flexibilität, die wir eben haben, können wir wirklich innerhalb von wenigen Stunden meistens darauf reagieren und sagen, okay, diesen Prozess bauen wir jetzt nochmal anders. Oder ich habe hier nochmal so ein paar Beispiele, wo es diese ganzen Änderungen gibt. Bestes Beispiel Besucheranmeldung. Es gibt bei uns also ein Formular, mit dem melden wir Besucher an, damit unsere Zentrale da bestimmte Dinge in die Wege leiten kann. Dann gab es am Anfang die Regelung Besucher, Besucheranmeldungen müssen durch die Bereichsleitung freigegeben werden. Dann kam ein paar Tage später die Anforderung, ja, aber wenn es mehr als 5 Besucher sind, dann muss auch noch die Geschäftsleitung freigeben und so weiter. Und so konnten wir eben durch diese flexible Möglichkeiten, die wir haben, diese Anforderungen immer in unseren Seiten, in unseren Informationen, aber eben auch in den Workflows und den Formularen, die wir nutzen, ganz schnell anpassen.
Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen sehr beeilt mit den letzten Folien. Hier gibt es eigentlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Vielleicht können wir da gleich in den Fragen oder auch im Nachgang noch mal individuell ein bisschen drüber sprechen. So ist im Grunde genommen unser Umgang mit dieser ganzen Situation gewesen. Wir haben in dem Zug auch neue Rekorde gebrochen. Das heißt, wir haben Aufrufzahlen, hier dieser einen News, die wir nur in Deutschland gespielt haben. Das heißt, die Zielgruppe war eigentlich relativ klein mit ungefähr 2000 Mitarbeitern. Und man sieht aufgrund der Aufrufe, die wir dort hatten, wie sehr das die Leute beschäftigt hat, wie oft da jeder irgendwie sich scheinbar diesen Artikel angeguckt hat. Eben auch, weil es da unglaublich viele Kommentare gab. Dieses Thema Mund-Nasen-Schutz war also bei Vago genauso kontrovers diskutiert, wie man das eigentlich in ganz Deutschland so erlebt hat. Deswegen haben wir auch Kommentarzahlen erreicht, die wir sonst eigentlich niemals hatten, auch nicht bei sehr, sehr vielen Aufrufen von Inhalten. Wir haben natürlich bei solchen Meldungen, die dann kamen, auch neue Like-Rekorde dann plötzlich geknackt. Damit wollte ich eigentlich nur zeigen, dass eigentlich dieses ganze Thema oder die Situation, in der wir uns befinden, eigentlich so ein bisschen auch als Katalysator zu sehen ist. Im Grunde genommen diese Anforderungen oder die Herausforderungen, die wir eigentlich schon immer im Intranet-Umfeld hatten, wurden eigentlich durch diese Pandemiesituation nochmal einfach beschleunigt oder exponentiell vergrößert sozusagen. Hat uns zum Teil auch ein bisschen in die Karten gespielt. Da kann vielleicht der eine oder andere von euch auch ein Lied von singen. Das heißt, die Bedeutung des Weird Vago ist wirklich nochmal dadurch auch ein bisschen gestiegen. Man hat plötzlich gemerkt, okay, interne Kommunikation ist irgendwie doch wichtig. Und damit natürlich auch die digitalen Tools, das Thema Mobile Office und so weiter. Also ganz viele Dinge haben sich dann plötzlich verselbstständigt, die früher irgendwie sehr problematisch oder manchmal gar nicht so gesehen wurden bei uns. Ja, hier noch zum Schluss. Leute haben sich dann sogar die Mühe gemacht, animierte GIFs als Kommentar zu verwenden. Das habe ich hier nochmal erwähnt, weil es eigentlich nichts Besonderes ist heutzutage im Confluence-Umfeld, auch mit Linchpin, aber noch relativ komplex. Das nochmal als kurzen Wink mit dem Zaunpfahl. Vielleicht kann man das in Microblog zumindest oder auch in anderen Kommentaren nochmal ein bisschen vereinfachen. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und tolle Userzahlen gesehen. Am Ende ein ganz kurzes Fazit. Aus meiner Sicht muss also ein gutes Intranet natürlich viel mehr sein als Social. Das war ja so lange Zeit so ein Buzzword. Social Intranet ist völlig klar heutzutage. Ein Intranet muss aus meiner Sicht aber insbesondere schnell, flexibel und leicht bedienbar sein. Und Änderungen möchte ich nicht irgendwie in ein 12-seitiges Lastenheft schreiben und das dann extern geben, um dann 4 Monate später das Ergebnis zu haben, sondern wir können fast alles wirklich an der Oberfläche konfigurieren, einstellen, designen, layouten, strukturieren und so weiter. Und das ist im Grunde genommen das, was im Moment natürlich besonders zählt, aber eigentlich schon immer aus meiner Sicht gezählt hat. Ja, deswegen habe ich das, den Arbeitstitel Flexibilität macht's gewählt. Das Ganze im Kontext Confluence Linchpin wirkt sich wirklich an ganz, ganz vielen Stellen aus, wie ich hier nur mal so beispielhaft aufgeführt habe. Das heißt, diese Flexibilität haben wir eigentlich in diesen ganzen Bereichen, die hier nochmal so jetzt reingeschwebt sind. Und damit ende ich meine Präsentation und hoffe, es war ganz unterhaltsam und interessant. Ja, vielen Dank, Jan. Das war wirklich ein sehr, sehr cooler Vortrag. Es begeistert mich als jemand, der mit Linchpin beruflich zu tun hat und da einiges auch verbrochen hat, immer wie vielseitig die Linchpin-Suite bei unseren Kunden eingesetzt werden kann. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was ihr da geschafft habt. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerade eine Frage bzw. ein Buzzword aus dem Chat noch aufgreifen. Und zwar hat Silja gemeint, du hättest, ich glaube, das war im Zusammenhang mit der Corona-Geschichte bei euch im Weird Vago, hättest du was mit Likes angesprochen und dass du da gerne auch im Nachgang noch noch ein bisschen weiter darüber erzählen möchtest? Ja, genau, stimmt. Das habe ich jetzt, das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Also das Verhältnis zwischen Aufrufen und Likes und Kommentaren ist meiner Meinung nach, wie das aber wahrscheinlich viele kennen, manchmal nicht so ganz stimmig, weil es im Grunde genommen erwarten wir halt, wenn irgendwie 10.000 Views auf einem Beitrag sind, dass man irgendwie mehr als 5 oder 10 Likes da sieht, gerade wenn man auch dann merkt, dass die Leute irgendwie sich doch dafür interessieren und das irgendwie auch positiv finden. Aber irgendwie ist halt diese Interaktion
immer noch so ein bisschen so eine Hemmschwelle für viele. Da arbeiten wir auch im Alltag dran und schreiben auch immer mal wieder in diesen Feature Friday-Beiträgen und so weiter. Mensch, traut euch und gebt den Leuten einfach positives Feedback. Das ist wichtig und das motiviert und das zeigt irgendwie auch eine gewisse Relevanz und Qualität von Inhalten. Das ist also ein Punkt, der, auch wenn wir schon lange mit dem Readwagen unterwegs sind und das wirklich eine super Akzeptanz hat, ist das trotzdem noch ein Punkt, der manchmal so ein bisschen speziell ist. Also irgendwie ist es doch noch so, dass im Unternehmensumfeld sich Leute oft nicht trauen, wirklich so öffentlich sichtbar zu werden, nicht mal über ein Like scheinbar. Das ist schon noch ein bisschen speziell, aber ich denke mal, das kennen wahrscheinlich alle, die sich so ein bisschen mit solchen Themen auseinandersetzen. Das ist wahrscheinlich bei Salbert Media anders, aber wir sind halt eben ein sehr, sehr konservatives Industrieunternehmen und da ist das, glaube ich, ganz normal. Ja, super. Ja, vielen Dank dir. Ich muss dich leider an der Stelle schon unterbrechen, beziehungsweise weitere Fragen, die dann eben gegebenenfalls auch im Nachgang noch aufkommen, dann bitte auf ein persönliches Gespräch zu verschieben. Ich habe gerade noch mal geschaut. Der Jan hat in Hopin auch ganz vorbildlich seinen LinkedIn-Kontakt gepflegt. Das heißt, wenn ihr den Jan auch außerhalb der Tools for Agile Teams erreichen möchtet, dann könnt ihr das jetzt gerne auch tun. An der Stelle, ja, danke dir erstmal, Jan, für diesen super spannenden Vortrag und die Einblicke in Readwago. Und bei uns geht es jetzt hier in wenigen Minuten dann weiter mit dem Vortrag von Ariane Kos und Jürgen Werner von der CAS AG. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch gerne nochmal darauf verweisen, im Chat findet ihr einen Link, unter dem ihr da den Vortrag von Jan bewerten könnt und ihm und somit auch uns ja dadurch ein bisschen Feedback geben könnt. Da lade ich euch gerne ein, das auch zu tun. Vielen Dank, Jan, und wir sind dann nach einer kleinen Pause wieder da.